Und hier ist sie nun bei uns, Stefanie Stargnagel. Herzlich willkommen. Ja. Penne vom Kicker. Ich glaube, es wird ein guter Tag, denn ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff. Ich habe einen Text fertig geschrieben, für den ich Geld bekommen werde. Wie für alle Texte, für die mir ausreichend Geld geboten wird, ist das etwas entsetzlich Sinnloses gewesen, für das ich mich bestimmt einige Zeit schämen werde. Für ein Magazin, das hoffentlich nie jemand, den ich respektiere, je lesen wird. Etwas, bei dem ich mir schon während des Schreibens jeden Buchstaben aus dem Text wie Heftklammern in die Haut rammen will zur Selbstbestrafung. Ein spitzes A direkt in die Augen, nur um den Dreck nie wieder lesen zu müssen. Diese Art von Text, bei dem ich von jedem einzelnen Wort Würgereiz bekomme. Ich bin ja jetzt Autorin und mit jedem Euro, den ich dadurch verdiene, wird mein inneres Poesievögelchen schwächer. Es schluckt die Münzen gierig, bis es nicht mehr fliegen kann, weil sie so schwer sind. Und so landet es Flügelschlag für Flügelschlag auf dem Boden der Realität, auf dem es keine Fantasie gibt, nur Energy Drinks und Umsatzsteuern. Mit jedem Satz, den ich für Bezahlung schreibe, erlischt in mir ein kleiner, lieber Stern. Lohnarbeit ist Demütigung, immer und ausnahmslos. Ich möchte nicht arbeiten, ich möchte meine Zeit mit Nichtstun verbringen. Ich bin ein Alien oder der Mondmann. Ich will mir alles in Ruhe anschauen hier auf der Erde. Ich möchte lieber Gelehrte sein, nur ohne die anstrengende Leserei. Oder ich möchte Asketin sein, aber ohne den ganzen Verzicht. Zu erzählen habe ich auch nichts mehr, außer da muss ich noch das schreiben und ein Formular ausfüllen, Rechnungen heften, Krankenkasse überweisen und dann kaufe ich mir das vom Iglo. Das ist gut. Das warme Mauf. Das Schlemmerfilet, gut ist es. Doch nun bin ich erleichtert. Die Gehirnkrämpfe haben sich in einer großen Blähung in eine Welt entladen, die mir egal ist. Und ich kann endlich wieder ins richtige Leben treten. Durch die erfolgreiche Erfüllung der stumpfsinnigen Aufgabe bin ich ein lebenstüchtiges Mitglied der Gesellschaft. Wie so Leute mit einer muskulösen Seele, mit so klaren Bahnen in der Neurologie, die sich mit Gartenarbeit entspannen statt mit Dosenbier, und in der Freizeit Hobbys haben, statt 7 Stunden auf der Couch zu liegen, regungslos in den Fernseher zu starren, bis dieser sich zum ersten Mal automatisch ausschaltet, damit er nicht explodiert, worauf man sich ächzend erhebt, ans Fensterbrett lehnt, eine Zigarette raucht und sie angewidert aus dem Fenster schnippt, auf den dicken Nazi-Nachbarn, der einen Mauserl nennt. Menschen, die mit Schaffensfreude in einen leeren Tag blicken und nicht in eine bedrohliche, sich aufbäumende Anhäufung von 960 bewusst erlebten Minuten, von der jeder Einzelne eine unendliche Zahl an Möglichkeiten bietet, an sich selbst zu scheitern. Ich möchte mich heute betrinken. Ich möchte den nächsten Zug nach Tschechien nehmen. Ich möchte kuscheln. Ich möchte einfach laut schreien. Ich will was Lustiges basteln. Ich will mich schlagen und Blut schmecken. Also normale Menschen halt, die mit den vorzeigbaren Lebensläufen. Aber angeblich nehmen die auch alle Psychopharmaka. Man merkt es noch nicht gleich. Ich hatte die Morgendepression heute erfolgreich hinter mich gebracht. Beschwingt von diesem seltenen Gefühl des Antriebs, startete ich meine alltägliche Suche nach Abenteuer und Inspiration, streckte mich und machte mich bereit für die Jagd nach dem ultimativen Kick. Ich schob die leeren Mineralwasserflaschen mit den Füßen zur Seite, trat den Pizzakarton weg von der Badezimmertür und wusch mich gründlich in der Dusche. Ein langes Haar war dabei zwischen meine Arschbacken gespült worden. Ich zupfte es langsam heraus. Ein schneidendes, schaurig schönes Gefühl. Archaisch, als würde man eine Larve aus einer Wunde ziehen. Meine Stimmung stieg. Ich schmierte mich ein mit Fettcreme zum Schutz und suchte die Eislaufschuhe, die ich mir in einem Anfall von Lebenswillen im Sportfachgeschäft gekauft hatte. Heute war ein guter Tag, um mich an die frische Luft zu schleppen. Heute war der erste Tag eines funktionierenden Lebens. Ich spürte es genau. Ich schrieb sieben SMS an meine Freunde. Lust auf Eislaufen. Und wie gewohnt antwortete niemand. Aber das war okay. Mit Menschen ist mir meistens ohnehin langweilig. Meine eigenen Gedanken unterhalten mich in der Regel vorzüglich. Die der anderen nicht so. Sie langweilen mich.
Ich mag zwar die Nähe anderer Menschen, ich mag es, wenn sie anwesend sind, und ich wärme mich an ihrer Liebe wie ein abhängiger Hund. Unterbreche sie aber ständig beim Sprechen, weil mich das Zuhören so anstrengt. Sie erzählen immer dasselbe, einfallslos. Und mein Lieblingsthema, ich, interessiert sie nicht ausreichend. Wenn ich genug getrunken habe, geht's, aber nüchtern bin ich lieber allein. Allein ist mir nie fad. Ich hänge mir fröhlich die Eislaufschuhe über meine Schultern und lächle die Leute in der Straßenbahnlinie 6 an, während sie meine Vitalität bewundern. Ja, schaut her, Wintersport, ihr Flaschen. Ich schreibe ein Gedicht in meinen Kopf. Ich bin einfach besser, ich mache Wintersport. Ihr holt eure Bettnässer vom Kinderhort. Tschir. Die Straßenbahn ist überfüllt und ich halte mich an einer Stange fest. Eine Frau steigt ein, sie hält sich an derselben Stange fest. Ihr kleiner Finger legt sich dabei auf meinen Zeigefinger. Meine Nackenhaare stellen sich auf und ich rutsche ein bisschen nach unten in Sicherheit. Sie will ihren Griff ändern und setzt erneut an. Legt diesmal ihre ganze Hand auf meine. Spürt die Eule gar nichts mehr? Ich ziehe die Hand entsetzt weg. Es schüttelt mich. Die Frau bemerkt den Ruck und hält sich nun an der oberen Hälfte der Stange fest, ich unten. Entspannt lehnt sie ihren Körper fest an die Stange, auf meine kleine, schöne Hand. Meine Hand versinkt tief in ihrem weichen Bauch, immer tiefer, und ich gebe auf. Ertaste ihre Leber, spüre ihre Organe, untersuche ihren Magen. Sie hat einen ganzen Hühnerknochen verschluckt und ein paar Legosteine. Im Eislaufverein zahle ich für die Garderobe, um meinen Rucksack zu hinterlegen. Die Garderobiers sehen aus wie Flüchtlinge, deshalb bin ich besonders freundlich zu ihnen. Und als sie mir das Nummernticket geben, flüstere ich, Welcome. Ich erinnere mich wieder, dass ich Eislaufen eigentlich hasse. Als ich mich in meinem dicken Mantel versuche zu bücken, spannt sich alles um meine Brust und meinen Bauch. Uff, es ist mühsam. Die Schuhe sind aus Plastik, weiß und plump und sehen aus wie Buffalos, die nur noch auf einem 90er-Jahre-Unterschicht-Rave hängen gebliebene Junkies am Karlsplatz tragen. Und die scheiß Schnallen gehen einfach nicht auf. Die Fingerspitzen tun schon weh. Aua! Ich fange an zu schwitzen, während ich versuche, meine feisten Füße in das unbequeme Hartplastik zu quetschen. Fußschmerz. Ich möchte aufgeben, aber ich kämpfe weiter. Entspannen. Normal sein. Eine normale junge Frau, die Eislaufen geht. Andere können das auch. Klick. Geschafft. Meine Wangen sind hochrot und ich stampfe schwerfällig Richtung Eis und spüre die ersten Zweifel hochkommen. Angeblich ist es gut für den Arsch. Und was gut für den Arsch ist, ist sicher auch gut für eine stabile Psyche und eine glückliche Zukunft. Schon in der Schule habe ich Eislaufen eigentlich gehasst, erinnere ich mich. Dicke Kinder hassen Eislaufen. Dicke Kinder mögen Eis essen. Ich schiebe mich vorsichtig auf die glatte Fläche. Kleine Buben stolpern mir lachend in den Weg. Ich stelle mir vor, wie ich ihre Fingerchen aus Versehen mit einem scharfen Kufenschliff absäbele und sie im warmen Blut liegen wie kleine Würstchen. Ich schreibe ein Gedicht. Pass auf deine Finger auf, wenn ich auf den Platz laufe. Wenn die Dinger ab sind, gebe ich einen Fuck drauf. Tja, ich komme in den Flow. Ich drehe Runde um Runde, so schnell es geht. Meine Lungen füllen sich mit Sauerstoff. Ich bin lebendig wie Hulk, elegant wie ein Schwan, frei wie der Wind und die Musik ist schön. Die Stadt leuchtet, ich breite die Arme aus, es ist spirituell. Nur wer ausreichend leidet, erlebt erhebende Momente dieser Intensität, sage ich mir. Ich fliege. Ein altes Ehepaar fährt Hand in Hand vor mir. Sie sind rührend. Sie fahren schneidig, doch ihre Rücken sind schon etwas krumm. Fit und saftig kamen sie auf die Welt und nun hutzeln sie sich gemeinsam in die knorpelige Gefangenschaft des eigenen Körpers zurück, bis sie in der feuchten Erde faulen wie Obst. Doch ich bleibe für immer jung, denke ich, als ich lachend zeitlich an ihnen vorbeiziehe und sie erschrecke. Ich bin 30 Jahre und raste aus. Eine SMS erreicht mich. Es ist Mercedes. Sie hat Liebeskummer und betrinkt sich gerade. Und nach 20 Runden mache ich mich erfrischt auf den Weg zu ihr in Bertisbeisel. Mercedes sitzt allein am Tisch in Bertisbeisel. Außer ihr sitzen da nur ein paar alte Männer. Ich nehme Platz und seufze wie ein zufriedener Mensch. Seufz. Sie begrüßt mich weinend. Er hat Schluss gemacht, obwohl ich alles getan habe, was er wollte, weil ich ihn liebe.
Er sagt, er liebt mich nicht mehr. Mercedes sitzt beim sechsten Bier und Tränen tropfen auf den am Tisch verteilten Tabak. Sie schluchzt. Gehe ich dir auf die Nerven? Ich denke, noch nicht. Und sage, nein, nein, überhaupt nicht, passt schon. Ich war gerade Eislaufen, es war super. Kann ich auch ein Wieselburger haben? Er hat mich einfach rausgeschmissen. Ich habe ihn eingeblasen, so urgut, verstehst du? Sie schaut mich durchdringend an und sagt laut, es war so urgut, ich war so richtig dabei. Ich bin richtig feucht geworden dabei und er schmeißt mich einfach raus. Ach so, okay. Ich schaue verlegen auf den Nachbartisch zu den alten Männern. Sie verhalten sich diskret. Mercedes wendet sich zu ihnen. Kann ich eine Zigarette haben? Danke, urlieb. Mercedes ist Mitte 20 und klassische Sängerin. Ich habe sie allerdings noch nie singen gehört. Sie tut mir leid, aber mehr noch bin ich begeistert von der Dramatik der Situation. Sie trägt ein gemustertes, langes 80er-Jahre-Kleid, hat schwere Armreifen, große Ohrringe, sie ist stark geschminkt und aufwendig geföhnt und sieht aus wie eine Diva kurz vor dem Selbstmord. Ich bin urschön, verstehst du? Ich bin ursexy. Ich tröste sie mit Floskeln. Sie haben schon öfter Schluss gemacht. Ja, das bist du. Er ist ein Trottel. Du bist viel besser. Bla bla. Während ich fasziniert vom Geklimper ihres Schmucks bin, wenn sie sich mit der Hand den Lippenstiftmund zuhält. Es ist wie im Film. Ich bin im Kino, esse die ranzigen Erdnüsse am Tisch und denke mir, lass dich gehen. Gib alles. Ich möchte sie ablenken. Ich würde dich wirklich voll gern mal singen hören, Mercedes. Ich sitze seit 14 Uhr. Ich habe vorher schon gesungen. Die Wirtin hat fast geweint. Sie hat gesagt, es ist wunderschön. Sie liebt Operetten, hat sie gesagt. Die Wirtin sagt von der Theke, ja, schön hast du gesungen. Mercedes, kannst du mir Geld borgen? Ich, ja, sicher. Aber hast du mich jetzt? Nein, nein, ich lade dich gern ein. Ich habe eh so viel Geld jetzt. Jeder will mir Geld für irgendwas geben. Wozu mache ich denn sonst den ganzen Scheiß? Damit wir alle genug Bier haben. Chic und Bierkommunismus. Du kannst mir auch mal eins zahlen, wenn ich kein Geld habe. Aber ich habe jetzt am meisten Geld von allen. Ich bin in der ganzen Wohnung liegen schon Scheine am Boden. In jeder Hosentasche habe ich einen Geldschein vergessen. Du bist lieb. Hast du den Bachmann-Text schon? Na, ich scheiß drauf, mir fällt nichts ein. Komm, mach's. Ich find's urgut. Ich werde halt über dich schreiben, Mercedes, wie du heulst und deine Armreifen klimpern und so ein Scheiß. Ich überrede sie, das Lokal zu wechseln. Das Publikum ist langweilig. Die wirken alle so, als hätten sie ihr Leben im Griff. Und auch sie braucht frische Luft. Mercedes wankt schon leicht. Ich zahle die offene Rechnung und wir gehen eingehakt die Straße runter. Mercedes weint inbrünstig. Bei der nächsten offenen Kneipe bleiben wir stehen. Café Rosenblatt. Als wir die Tür aufstoßen, nimmt uns eine saure Wolke aus Alk und Nikotin auf und leitet uns an die behagliche Bar. Die Menschen schauen uns interessiert an. Wir fallen automatisch auf, weil wir nicht ganz so heruntergekommen sind wie der Rest der Gäste. Dabei habe ich heute die Jogginghose angelassen. An der Bar monologisiert eine Frau im klagenden Tonfall in den stickigen, von gebrochenen Figuren belagerten Raum. Weißt, mein Leben war nicht schön. Ich bin vergewaltigt worden als Kind. Ich hab so viel Freien sterben gesehen. Aber ich möchte nicht tauschen. Weil ich hab mehr gesehen als die meisten Leute. Die glauben, sie sind was Besseres. So viel erleben 10 Leute nicht, was ich schon erlebt hab. Sie hat recht, denke ich mir. Ihr Bruder, ebenfalls ein Wrack, nimmt sie in den Arm. Wir sind in eine Höhle von Ausgestoßenen getreten. Wie oft in solchen Lokalen ist die Bar trotzdem liebevoll mit Weihnachtsschmuck dekoriert. Ein Mann mit verfilztem Bart sitzt auf einem Barhocker, er zieht an seiner Flasche, nimmt immer wieder eine hängende Christbaumkugel in die Hand und lässt das dünne Plastik in seiner Faust zersplittern. Das Geräusch ist angenehm. Die Gäste sind offenbar aus dem naheliegenden Obdachlosenheim, der Gruft. Es herrscht eine herbe Atmosphäre, finster, aber tolerant. Damit hätten wir hier im Zentrum der Grünwähler-Bourgeoisie nicht gerechnet, aber da wir uns beide in schmutzigen Spelunken wohlfühlen, machen wir es uns an der Bar gemütlich. Ich lege meinen Tabak, meine Filter, meine Papers zurecht, mein ganzes Arbeitswerkzeug. Mercedes streicht ihr Kleid glatt, überschlägt die Beine, zündet sich ihre Zigarette an und trauert. Die Männer starren sie an.
Der bierbäuchige alte Kellner stellt uns lächelnd die bestellten Flaschen hin und ich entdecke in der Ecke die Jukebox. Neben uns lehnt ein Typ mit markantem, hochroten, von Alkohol gezeichnetem Gesicht. Die Rötung seines Gesichts lässt seine hellblauen Augen seltsam aus dem Gesicht leuchten. Vielleicht sind es auch die winzigen Pupillen. Er trägt einen Rapidschal und hat einen intelligenten Blick. Konzentriert untersuche ich die CD-Sammlung der alten Jukebox. Ich bin jetzt DJ. Ich bestimme die Hintergrundmusik. Das ist mein Horrorfilm. Ich entscheide mich für Whitney Houstons I Will Always Love You. Erfahrungsgemäß wirkt so etwas deeskalierend in zwielichtigen Kneipen und die ersten Streits sind schon ausgebrochen. Die Menschen sind ungesund, aber sie sind zusammen. Als ich mich wieder auf meinen Barhocker setze, unterhält Mercedes sich bereits mit dem blauäugigen Typen. Sie castet momentan Laienschauspieler mit Gefängniserfahrung für einen Filmregisseur und der blauäugige Typ hat soeben erzählt, dass er morgen seine Haftstrafe antreten muss. Vor einem Monat sei er bei einer kleinen Hausparty auf Drogen eingeschlafen. Als er aufwachte, hatte einer der Gäste seinen besten Freund zu Tode geprügelt und er fand nur noch die Leiche vor. Nun hat er eine Haftstrafe wegen unterlassener Hilfeleistung oder Totschlag. Genau klärt er uns nicht auf. So genau wollen wir es gar nicht wissen. Blödsinn, ich möchte es ganz genau wissen. Am liebsten jedes Detail. Vom Herrenklo strahlt plötzlich hektische Stimmung aus. Alle widmen ihre rauschige Aufmerksamkeit langsam dem Geschrei. Der Horstl ist umgeflogen, ruft's die Rettung! Wir eilen hin. Der Mann, der vorher noch die Christbaumkugeln zerdrückt hat, liegt nun mit einer zentimetertiefen Wunde mitten auf der Stirn bewusstlos am Boden. Er sieht aus, als wäre er tot. Er ist direkt auf die Armatur gefallen! Eine dicke Blutlache rinnt von seinem Körper zu unseren Schuhen. Ich wähle die Nummer der Rettung. Der blauäugige Typ bringt seinen Körper souverän in die stabile Seitenlage, als hätte er darin schon reichlich Übung. Ich habe die Nummer der Rettung gewählt und frage nach der Adresse. Er nimmt mir das Telefon aus meiner Hand und gibt in klaren Worten den Zustand des bewusstlosen Mannes wieder. Dann reicht er es mir zurück. Er streichelt dem alten Mann mit betroffenem, ehrlich besorgtem Blick seinen blutigen und verfilzten Kopf und sagt immer wieder: Horstl. Nach wenigen Minuten geht die Tür auf und Rettungssanitäter transportieren den Mann ab. Mercedes und ich stehen leicht erschrocken an der Bar. Na, seid schockiert, Mädels? Ist doch wurscht, das passiert doch dauernd, sagt ein Bargast. Ich sage, naja, deshalb ist es ja nicht wurscht, oder? Er sagt, ihr habt's halt nur nicht viel gesehen. Ich sage, geh doch scheißen. Die Blutlache wird zackig aufgewischt und im nächsten Augenblick ist es schon so, als wäre nichts gewesen. Eine Runde Jägermeister geht durchs Lokal. Mercedes geht an die frische Luft. Ich drehe mir eine Zigarette und ordne meine Gedanken. Text geschrieben, Eislaufen gewesen, Liebeskummer angehört, eine Vergewaltigte, ein Totschläger, ein Bewusstloser in einer Blutlache. Kein Vatertag, finde ich, und bestelle mein nächstes Bier. Ich gehe wieder zur Jukebox. Der bierbäuchige Kellner bittet mich, Frank Zanders Hier kommt Kurt aufzulegen. Es ist sein Lieblingslied, weil er Kurt heißt. Mercedes kommt wieder rein, wir stoßen an und widmen uns wieder unseren Gesprächen. Das Übliche. Arbeiten, Leiden, Liebe, Singen, Trinken, totes Sandler am Herrenklo. Die Gruftklicke sammelt sich zusammen und verlässt geschlossen das Lokal. Sie wollen woanders weiterfeiern. Wollt's mitkommen, Mädels? Wir bleiben lieber da. Kellner Kurt singt: Alle leiern, alle feiern, alle eiern um mich rum. Alle rocken, alle zocken, ich mach keinen Finger krumm. Einfach Kurt. Kellner Kurt lacht fröhlich. Er ist um die 60 und wirkt mit seinem Schnauzbart wie ein treuherziges Walross. Er hat was Kindliches, möglicherweise Alkoholdemenz. Wir sind die einzigen Gäste, es ist mittlerweile Mitternacht, aber für euch, liebe Damen, lasse ich heute noch ein bisschen offen. Haha. Wir bestellen noch eine Runde, er verrechnet uns viel zu wenig. Ich lege Beatles auf, das passt immer. Kurt schnappt sich Mercedes und sie tanzen Walzer durchs Lokal. Er erzählt ein bisschen von sich. Meine Eltern waren auch Tschecheranten, die haben sich nicht um mich und meine Geschwister geschert. Mit 15 wollte ich mich dann umbringen. Ich bin zuerst zu einer Prostituierten gegangen, dann habe ich Schlaftabletten genommen, aber ich bin wieder aufgewacht. Später erzählt er, jetzt habe ich Bauchspeichelkrebs. Lang werde ich es nicht mehr machen. Er zeigt uns Handyfotos von einer dicken gelben Katze. Er sagt, das sei sein Kater Garfield, sein Ein und Alles, sein Bärli.
Er warte schon zu Hause auf ihn und würde sich immer genau so auf die Thrombose in seinem Oberschenkel setzen, dass es angenehm warm würde und nicht mehr wehtäte. Alles geht aus Gespieren. Ich möchte ihn umarmen, er ist so lieb. Mercedes sagt zu mir, dass das sicher kein unschuldiger Typ ist. Dass der als Faustdick hinter den Ohren hat, das erkenne sie sofort. Und schon erzählt er uns, dass auch er lange wegen Totschlags im Gefängnis war. Echt jetzt? Kurt? Ohne Helm und ohne Gurt? Einfach Kurt? Der nicht quengelt und nicht murrt? Doch nicht Kurt. Ich habe genug für heute. Mein Bauch und mein Kopf sind voll von Biersaft und Mordgeschichten und Blutlachen. Ich bezahle mein letztes Getränk. Kurt will nur 1 Euro dafür. Ich verabschiede mich. Bleibst du noch, Mercedes? Ja, ein bisschen. Okay, ich muss heim. Ich habe morgen am Abend Zumba-Kurs. Bussi. Ich gehe raus und winke das nächste Taxi zu mir. Der Kater beim Aufwachen am nächsten Tag ist nicht so schlimm, wie ich befürchtete. Ich habe mir vor dem Schlafengehen noch ein paar Cheeseburger von McDonald's geholt. Die haben den Alkoholsaft aufgesogen und geschickt durch mein System geleitet. Ich verabschiede mich von ihnen dankbar in der Toilette. Gut gemacht, sage ich zu ihnen, während ich sie in die Kanalisation schicke. Es ist 10 Uhr vormittags und da schon der nächste schreckliche Auftragstext darauf wartet, mich innerlich zu verwüsten, bevor meine erste Zumba-Stunde beginnt, versuche ich durch einen Spaziergang den schlappen Kreislauf anzuregen. Ich verlasse die Wohnung und marschiere einfach geradeaus Richtung 10. Bezirk. Ich passiere depressive Wohnsilos und ein Wasserkraftwerk, paranoide Nachbarschaften und gepflegte Kleingärten, bis ich bei den modernen Hochhäusern der Wienerberg City lande. Ich betrete zum ersten Mal die Vienna Twin Towers und nehme den Lift in den obersten Stock, wo eine Skybar sein soll, die heute geschlossen ist. Vom verglasten Aufzug aus schaue ich ein paar Minuten auf die Stadt. Ich bin Gott. Das Wetter ist sonnig. Danach fahre ich ein paar Stationen mit dem Bus, keine Ahnung wohin. Schulkinder quetschen sich durch die Türe. Ich betrachte die fettigen Stirnfransen eines ungepflegt wirkenden kleinen Mädchens und sage es mir innerlich vor wie ein Mantra. Die strähnigen Stirnfransen vernachlässigter Kinder. Die strähnigen Stirnfransen vernachlässigter Kinder. Die Streh... In der Herzgasse steige ich aus und streife weiter ziellos herum. Circa eine halbe Stunde. Als ich beim Möbelhaus Kika vorbeikomme, beschließe ich reinzugehen. Ich schaue mir die Möbel an. Ich beobachte die Familien dabei, wie sie Wohnlandschaften und Stockbetten aussuchen, um ihr kleines Unglück zu zementieren. Auf einer Couch raste ich mich aus und schaue geradeaus auf einen Wandverbau aus Holz. So etwas bräuchte ich vielleicht. Vielleicht ist das der Schritt Richtung Normalität. Ein Sofa, ein Glastisch und ein Wandverbau mit einem zentralen Platz für den Fernseher und integrierten Regalen für meine Pokale von der Tischtennismeisterschaft. Eine Vitrine für die guten Gläser, meine Urlaubssouvenirs und die Gaggeschenke, die ich zum Polterabend bekommen habe. Schnaps in einer großen Spermie, aufziehbarer Penis und so weiter. Alle Highlights meines Lebens, über die ich in der Werbepause beim Abendspielfilm zufrieden meinen Blick schweifen lassen kann. Dazwischen ein paar Lebenshilfebücher. An der Wand Fotos meiner Kinder mit ihren strähnigen Stirnfransen. Ich besuche das schlecht beleuchtete, fast leere Möbelhausrestaurant. Als Kind war ich hier mit meiner Familie manchmal fein frühstücken. Es gibt Penne mit Tomatensauce um 3 Euro. Da schlage ich zu. Ich sitze neben einem Panoramafenster, unter mir der lebhafte 10. Bezirk, Wettcafés, Kebablokale, 1-Euro-Shops. Dem Pärchen einen Tisch weiter höre ich dabei beim Streiten zu. Sie sind jung, trainiert und gut angezogen, überdurchschnittlich attraktiv und er macht ihr Vorwürfe wegen der Flirterei. Er wirkt, als würde er sie gleich schlagen. Die Kellnerin stellt mir den Teller mit den Nudeln hin. Ich bedanke mich lächelnd und fange an zu essen. Sie schmecken nach gar nichts, genau wie ich es mag. Stefanie Sargnagel, meine Damen und Herren, Penne vom Kika. Gemeldet hat sich als erster Hubert Winkels. Ja, das war eine
Schöne Eröffnung. Vielen Dank, Frau Sargnagel. Schönen guten Morgen. Sie ist heftig für 10 Uhr morgens beim ersten Diskussionstag, ist aber eigentlich viel vertrauter, als man vielleicht beim ersten Hören denkt. Es ist zweierlei. Es ist einmal ein Text über das Schreiben eines Textes für den Bachmann-Preis, was man an einer Stelle direkt hört, aber indirekt eigentlich die ganze Zeit raushören kann. Das ist quasi ein Sub-Sub-Genre, das sich mit den 40 Jahren Bachmann-Preis entwickelt hat. Es ist auf der anderen Seite das Gegenteil davon, nämlich raus aus dieser Hochkultur-Schreibhölle rein in die reale Körperhölle der Vorstadtkneipen und ihres dreckigen Ambientes. Es gibt beide Texte sozusagen als eigenständige Formen und es gibt Verbindungen zwischen beiden Formen. Nur mal eine Verbindung zu nennen, die hier mal legendär ist, ist die Geschichte von Reinhard Götz Subito vor 30 Jahren. Der sitzt mit einem Neger Negersen in einer Absturzkneipe in Hamburg und überlegt, was er schreibt für Klagenfurt und fängt dann an, die Welt zu beschimpfen. Das hat eine ähnliche Struktur. Es ist in keiner Weise nachgemacht, aber es hat eine ähnliche Struktur. Und sie arbeitet das eigentlich viel schöner aus, als es möglicherweise auf den ersten Blick scheint. Mit schön meine ich, das ist so eine Art Queste, die Suche nach dem Gral. Also sozusagen, sie bricht auf, sie sagt im ersten Abschnitt ungefähr 30 Mal ich und dann denunziert sie das Mann, also das Allgemeine und die Normallos und ihr blödes Leben. Und dann geht sie raus und sucht den Gral. Der Gral hat ja einmal den Begriff ultimativer Kick. Der ultimative Kick ist der Gral und der ist ganz offensichtlich nah an Körpersäften, an Wunden, an Körperverfall. Es wimmelt nur so von Totgeschlagenen, von Blutenden. Und der eine, der nicht erzählen will, wie der Totschlag gelaufen ist, sagt sie, schade, warum nicht? Ich will jedes Detail. Also sie will den blutenden Körper. Der blutende Körper ist das Gegenteil zu einem schönen Text. Aber warum braucht sie ihn, um einen schönen Text zu schreiben? Und am Ende sagt sie es, der Mercedes ja auch noch, die gerade abgestürzt ist, hey, dich mache ich zum Gegenstand meines Textes für den Bachmann-Text. Und das hat sie getan. Mercedes ist sozusagen der ganze Rums sozusagen in der Wiener Halb- und Unterwelt. Also es ist nicht ganz neu, finde ich, aber es ist gut gemacht und Respekt. Sandra. Ja, Sandra Winkel. Ich gleich anschließen, ist, das ist wahnsinnig gut gemacht. Dieser Text lebt von einer unglaublichen metaphorischen und sprachlichen Rasanz. Und dieses Ich, was Sie gerade angesprochen haben, das ist ja das, woraus dieser Text gemacht ist. Er ist getragen von einer fast monströsen Fokussierung auf das Ich, das eigene Ich. Das kann man jetzt nervig finden. In den ersten zwei Zeilen kommt das Wort Ich, glaube ich, schon 5-mal vor. Aber genau das macht eben diese Kunstfigur aus. Dieses Ich wird unglaublich aufgeblasen. Und in diesem monströsen Ich hat zum einen dann eben unheimlich viel sprachlich Platz. Und gleichzeitig zerplatzt wird dieses Ich eben, zerplatzt es wie diese Christbaumkugel, von der da an einer Stelle die Rede ist. Und dieser Text verhandelt eben diesen Wechsel zwischen Kreation und Depression. Wir müssen uns ständig permanent selbst erfinden. Das sind eigentlich die Anforderungen unserer Zeit. Jeder Börsenmakler ist ein Performer. Wir müssen uns inszenieren, wir müssen uns darstellen und gleichzeitig sind wir eben dadurch unglaublich erschöpft, weil sich jeden Tag selbst zu erfinden und jeden Tag eine Figur darzustellen, ob im Berufsleben oder im Privatleben oder bei Facebook, führt eben zu dieser Unruhe, die in diesem Text zum Ausdruck kommt. Ja? Das hat auch was fast Klaustrophobisches, diese Gegenüberstellung der Ich, des Ich und der Welt. Und das Besondere aber, und was ganz wesentlich ist für diesen Text, dass dieses Ich sich nicht als ein zynisches erweist. Es ist kein Ich, das sich über die Figuren, die sie entwickelt, erhebt, sondern sie stellt sich rein, mit rein in diese Familienaufstellung von Versehrten, von Sehnsüchtigen, von bedürftigen Typen, die diese Milieus, abgesehen davon, unglaubliche Milieuschilderung dieser Absturzkneipen, in diesem Möbelhaus. Und also diese Unruhe einerseits führt zu einem unglaublichen Bedürfnis nach Ruhe. Und das finde ich in dem letzten Satz, der auch dem Stück seinen Titel gibt, so wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht. Ja, weil diese Sehnsucht nach Ruhe und dass wir endlich mal aussteigen aus dieser Erlebnisgastronomie. Ja, jeder Metzger hat also auch eine Kreativecke in seiner Fleischtheke. Deswegen ist es das Bedürfnis dieses Ichs, Penne zu essen, die nach nichts schmecken, die fad sind, die mal
weg sind von dieser Aufregung. Und das Ganze auch noch so wienerisch erzählt, dass es hat irgendwas mit Wien zu tun, diese zerrissenen Typen aus Wien, da kann Faust einpacken. Hildegard Keller. Der Ausgangspunkt und der Endpunkt ist ein Ich. Ich habe das auch so gelesen. Ein Ich, das sich ganz absolut setzt. Ganz vor allem im ersten Teil und dann am Ende kommt es, wenn es dann an die Penne geht, da gemäß einer, wie einer Ringerzählung kommt es ja dann auch wieder zum Ende, zu diesem Ich, das sich absolut setzt. Und das ist spannend. Das ist immer spannend, wenn wir in die Weltsicht eines Wesens eintauchen, das sich auch durch Bizarrerien, Kuriositäten, halbstarke Sätze, Ekstase-Sehnsucht, miese Petrigkeiten und natürlich die immer drohende Absturzgefahr hindurch manövriert. Ich glaube aber, dass dieser Text auch aus einer ganz großen Spielfreude entstanden ist. Und die Gefahr natürlich bei einer Spielfreude ist immer auch die Inkonsistenz. Ich glaube, dieses Ich bleibt für mich so lange spannend, als es wirklich in sich total nicht gefangen bleibt, sondern eben in sich rotiert. Ich bin mein Gott. Ich bin nicht nur ein Gott, ich bin mein eigener Gott und ich bin mein Lieblingsthema. Aber in dem Moment, wo es dann sich konfrontiert mit der Welt, da finde ich, wird es spannend, da erlebe ich Brüche. Und ich glaube, es sind nicht Brüche, die intendiert sind, es sind Inkonsistenzen in dieser Figurengestaltung, die sich zum Beispiel zeigt in diesem Dialog mit der Mercedes, wo man kann ja immer fragen, spricht jetzt dieses Ich so, wie ich es mir erwartet hätte in einer realen Konfrontation? Ist das glaubwürdig? Und da war ich dann überrascht, wie erstaunlich angepasst sie ist in dieser gegenüber dieser, ja, sie war wie eine Puppe, eine grelle Puppe, diese Operndiva kurz vorm Selbstmord. Ja, ich fand dann, diese Anfangs- und Endstücke fand ich eigentlich wirklich überzeugend und interessant gemacht. Und das Zwischenstück, weiß nicht, ob es ein Füllsel ist, ob es eine Entfaltung ist, eine Ausfaltung, die zu wenig gestaltet ist, könnte auch auf viele Adjektive hinweisen. Sie mag Adjektive. Viele von ihnen tun den Dienst nicht, den ich von ihnen erwarten würde. Maike Fessmann. Ja, ich schlage in dieselbe Kerbe. Ich würde auch den Text gerne ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Also Sie haben es schön interpretiert und es war auch ein toller Auftakt dafür. Aber es ist doch in sich ein doch recht gefälliger, gewöhnlicher und auch ein extrem banaler Text. Ja, das ist ja ein Text, der eigentlich die allmähliche Verfertigung eines Bachmann-Texts beim sich langweilen beschreibt. Ja. Und das macht sie gut, damit kommt sie auch gut durch, aber doch nicht so, dass man jetzt sagt, Goethe war, glaube ich, ihr Schlusswort, wenn ich das noch richtig im Ohr habe. Also das war sozusagen. Nein, nur die Wiener Zerrüsselheit. Das halte ich wirklich für völlig übertrieben. Man merkt, sie kommt leicht in Schwung. Sie beobachtet genau. Sie findet beim Beobachten Dinge, die sie beschreiben kann. Das gefällt mir sehr gut. Aber sie bringt dann die Erzählerin in so einen Quasselmodus, der dann auch nicht mehr zu bremsen ist. Also da wird gequasselt und gequasselt und gequasselt. Es ist klar, das ist die Ästhetik dieses Textes und der Komik hat es ja auch so angespielt. Und ich finde, man merkt immer, wenn sie dann dieses Hahaha selber gelesen hat, hat sie ja bewusst dieses Komik-Element auch reingebracht. Aber dann gab es eine Stelle, da heißt es dann, ich bin Gott. Und man hat gemerkt, dass es überhaupt nicht funktioniert. Also die Komik hat nicht funktioniert, obwohl sie das so angespielt war. Jetzt wollen wir alle wieder lachen, ich bin Gott. Und man hat gemerkt, dass, also so weit kann man den überhaupt nicht hochholen. Und auch bei aller Quassel-Rhetorik finde ich trotzdem, wir haben Schriftsprache vor uns. Und es schadet dann auch nicht, wenn ein Text auch in dieser Ästhetik genau gearbeitet ist. Also es sind Wiederholungen drin, Wortwiederholungen, die natürlich zu mündlicher Form gehören, aber wo man auch die ein oder andere Wiederholung gut hätte streichen können und man hätte dann doch deutlicher gespürt, dass die Ästhetik auch dafür gearbeitet ist, dass sie eine zweite Lektüre auch aushält. Und das tut dieser Text meiner Meinung nach nicht. Klaus Kastberger. Ja, ich hätte ja auch vorgeschlagen, dass man ja
nicht gleich nach 3 Minuten den Kral auspacken und den Faust auspacken und den Goethe auspacken. Ich würde die wieder einpacken einmal. Ich habe mich gestern eigentlich relativ gefreut darüber, dass Stefanie Sargnagel die Arschkarte gezogen hat mit der ersten Lesung hier. Nicht, weil ich ihr vergönnt habe, dass sie einmal im Jahr früh aufstehen muss, sondern weil ich mir gedacht habe, auch nach der Einführungsrede und nach der Rede von Burkhard Spinnen, dieser Text könnte vielleicht auch zeigen, dass die Tätigkeit eines Bachmann-Jurors nicht nur eine mühevolle, schwere Tätigkeit ist, sondern dass man da irgendwie vielleicht auch ein bisschen Spaß dran haben kann. Und man könnte ja dem Text auch antworten, wenn die Autorin nicht so weit weg wäre, könnte man ja ins Ohr flüstern. Steffi, der ist einfach urgut, der Text. Also, ist ja urgut. Ich ja. Finde es eher ganz so stark um den. Also, ich beschreibe, dass ich Texte schreiben muss, aber da geht es ja mehr um Auftragstexte für Magazine, wollte ich nur sagen. Also, es ist jetzt nicht so angelegt, dass es nur okay. um diesen Schreibprozess geht. Also, wenn ich jetzt natürlich sage, der Text ist urgut, dann ist das irgendwie ein bisschen Arbeitsverweigerung hier auch wieder. Ne? Da denkt man sich ja, mehr fällt ihm nicht ein. Könnte man aber durchaus so umgehen mit diesen Texten. Ist halt der Text wie viele andere Texte. Witzig, Wien. Also, Wien kenne ich einigermaßen gut. Also, da ist auch ein bisschen was Wienerisches drin, könnte aber genauso gut in Karlsruhe sein. Nehme ich einmal an. Einen entscheidenden Satz von dem Text finde ich, wenn man zu einer anderen Ebene kommen will, die er durchaus hat, den Ansatz, ich glaube, es ist aber nur eine Oberfläche dieses Textes, da gibt es den Satz, ja, ich möchte so gerne eine Gelehrte sein, aber ohne dieses blöde Lesen, und ich möchte so gerne eine Asketin sein, aber ohne diesen ganzen Verzicht, und man könnte eine Ebene weitergehen und könnte sagen, der Text sagt eigentlich was Ähnliches. Ich möchte gerne Literatur sein, aber nicht ohne diese ganze fürchterliche Literatur und ohne diese 1000 Jahre Tradition von Literatur und ohne Bachmann zu kennen und Celan. Und ich möchte einfach Literatur sein, aber ohne Literatur. Und sinnigerweise ist das natürlich so ein oberflächliches Signal. Ich glaube, dabei erschöpft es aber nicht. Der Text ist selber klüger und tiefsinniger, als er tut, und er weiß auch viel mehr. Und vielleicht ist es auch nur eine indirekte Vermittlung. Ich glaube, gerade durch diese Behauptung, dass er sagt, ich bin Literatur, aber ohne diese Literatur, ohne diese tiefgründigen Diskussionen, verschafft er selber Verbindungslinien zu dem, was wir hier alle unter Literatur, Literatur, Literatur verstehen. Und eine dieser Verbindungslinien möchte ich vielleicht zum Abschluss noch ansprechen. Mich hat das sehr erinnert an eine Tradition der Literatur. Ich meine, Literatur tut das ja immer wieder. Also in der Tradition der Literatur treten ja immer wieder Positionen auf, die sagen irgendwie, ich erfinde das neu und ich schere mich nicht um das, was bisher war. Und ich mache alles neu und ich nehme die Traditionen nicht zur Kenntnis. Das sind aber eigentlich immer indirekte Verweise. Eine Tendenz, die die Literatur des 20. Jahrhunderts auszeichnet und die dieser Text im extremen Maß bedient und wo er zu total gegenwärtigen Lösungsansätzen kommt, ist diese Problematik des eigenen Lebens in den Griff bekommen und auf einer reflektierteren Ebene gesagt, die Frage danach, welche Erlebnismöglichkeiten der Einzelne überhaupt hat. Es gab sozusagen, es gab einen paradigmatischen Sammelband aus den 80er Jahren, Riten der Selbstauflösung. Also wo man in den 80er Jahren gefragt hat, wie schaffen wir jetzt, in den 80er Jahren, im Gegensatz zu unseren medialen Welten, war ja das alles noch irgendwie ein Kinkerlitzchen, also wie schaffen wir uns Erlebnismöglichkeiten? Und ich glaube, dieser Text fragt auch in extremer Weise danach, welche Erlebnismöglichkeiten gibt es für eine, ich weiß nicht, 26, 28, 30-jährige Frau heute in dieser medialen Umgebung. Und das wird durchaus ironisch und spielerisch aufgegriffen. Intensives Grau. Also intensives Grau ist, da könnten wir, also ich glaube nicht, dass wir in 20 Jahren in unseren, ich sitze da überhaupt nicht mehr in einem Seminar, aber dass an der Hochschule man über den Text groß diskutieren wird. Aber intensives Grau wäre etwas, wo wir unser Besteck, unser akademisches, literaturwissenschaftliches Besteck noch einmal schärfen könnten. Und ich glaube wirklich, dass dieser Text eine sehr, sehr gute Befragung dieser heutigen Möglichkeiten ist, etwas zu erleben, sich selber zu spüren, überhaupt noch ich sagen zu können und dass die Nudeln ohne Geschmack am besten schmecken, nehme ich den Text sogar ab. Also ich glaube das bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, wenn man das nicht ernst nimmt, also diesen tiefen, ernsten Kern des Textes, dann hat man an ihm auch
den wirklichen Kern nicht wahrgenommen. Und ich finde das eigentlich sehr gelungen, dass mir auch da etwas gesagt wird, übrigens auch über die Wiener Unterwelt ist ja nicht, also die Wiener Unterwelt, die schaut anders aus. Die Wiener Unterwelt ist ein Goldkettel und so. Aber ich finde das auch besser wie bei der Spira, also wie bei den Alltagsgeschichten. Das ist kein Voyeurismus dieser Schicht, sondern da vermittelt es mir von dort auch noch irgendwie eine Zugangsmöglichkeit, wo ich mich nicht hinwegsetze und sage, mein Gott, was für ein Prolos. Ich fühle mich ja selber so. Eben, ja. Stefan Gmünder. Ja, ich möchte versuchen, dieser interpretatorischen Rudelbildung ein bisschen entgegenzutreten. Von Thomas Glavinitsch gibt es einen schönen Satz, ich glaube, einer seiner besseren, der heißt, man soll nicht alles glauben, was man denkt. Und es ist, bei mir zum Beispiel war es so, ich bin den Arbeiten der Stefanie Sargnagel immer sehr, sagen wir es, distanziert gegenübergestanden. Also ich habe die Arbeiten oft mit Ärger gelesen, mit Gleichgültigkeit. Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, was mich wirklich geärgert hat am Ganzen, ist die Rezeption. Es sind heute schon einige Stichworte dazu gefallen, zum Beispiel ultimativer Kick, Milieustudien, kurios, in die die Autorin dann immer wieder gedrängt wurde. Und ich war von diesem Text am Anfang, mindestens bis zur Hälfte, sehr überrascht, weil ich glaube, dass ihr Dinge sehr, sehr gut gelingen, eine Stimmung aufzubauen. Im Prinzip, es stimmt, was der Klaus sagt, das Existenzielle in dieser Zeit. Aber man kann auch sagen, es ist ein Text, der sich dieser Erwachsenenwelt entgegensetzt. Einer Welt, die alles verrechnet, verregelt und vernutzt. Es ist ein, sie sagt ja auch immer, warum nicht einfach ein bisschen Zeit und Geld haben und spazieren gehen können, um sich einen neuen Zwei- oder Dreizeiler überlegen zu können. Und die Hoffnung auf einen neuen, auf den Tag, der es jetzt ist, der das Glück bringt, wo sich alles ändert, wir kennen es, meistens geht es dann so weiter, wie es schon immer war. Ich glaube, dass der Text am Anfang hat er mich sehr überzeugt, auch sprachlich mit den schönen Wortbildern, mit den Metaphern, muskulösen Seelen und so weiter. Ich glaube aber, dass er ab dem Mercedes-Teil ein Problem kriegt und viel flacher wird, weil dort quasi diese Ebene, es ist auch schon gesagt worden, weg ist. Und eigentlich eine, schon, ja, Milieustudie würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube übrigens nicht, dass diese Wiener Szene, Klaus, gleich ist wie zum Beispiel in Karlsruhe. Ich glaube schon, dass es da gewisse Spezifika gibt, die für Wien ganz besonders sind. Und ich glaube, dort hätte man, es gibt dieses Literaturparadox, dass du vom Besonderen, dass das Besondere immer aufs Allgemeine verweist. Und ich glaube, dort diese scheinbare Verzweiflung, diese No Future Sicht auf eine Welt, die diese Leute eben in der Gruft oder in diesem Café Rosenblatt haben, dass man das noch weiter hätte in die Tiefe führen können. Und vielleicht noch zu Vorbildern ist mir auch nicht Reinhard Götz in den Sinn gekommen, sondern Stefan Alfare, ein Vorarlberger Autor, der 1999 hier gelesen hat und sich damals unsterblich gemacht hat, weil er vorne ein Bier getrunken hat. Und dann hat er eins nachbestellt und dazu geraucht. Und in diesem Text, der Text hat geheißen, Karl-Heinz Zizala hat Krebs. Und dort ging es auch um so eine Beisel-Sache im Ohrwaschelstübel in Wien. Und das hat mich erinnert. Und trotzdem hat mich der Text überrascht und bin viel zufriedener damit, als ich gedacht hätte. Juri Steiner. Oh, das ist grauenhaft. Weil eigentlich bin ich ein bisschen einverstanden hier zu meiner Linken. Brauchst dich ja nicht schämen. Und nee, eben, deswegen versuche ich meinen Komplex sofort wieder abzubauen. Und für mich ist es ein Text von jemandem, der ein unglaublich großes Talent mitbekommen hat und mit diesem Talent irgendwo umgehen muss. Und es gibt diese Momente des Flows, wo er es schreibt. Dass das Ich verloren, irgendwelche Referenzen sind weg. Und ganz zu Anfang gesagt, ich habe das Leben im Griff. Also es könnte heute so ein Tag sein. Dieser erste Tag mit all diesen Räuberpistolen, die sie uns auftischt und Blut und Rauch und weiß nicht was. Und Mercedes ist eigentlich so die Apotheose dieses ersten Tages. Die Diva, die Diven, die sterben immer tragisch oder mit dem Schal im Auto hinten oder irgendwie so. Und wir brauchen, glaube ich, diesen Kitsch. Der Kitsch wird, oder der Kitsch, die Sentimentalität, dieses ein bisschen übertriebene. Es ist ein bisschen wie das rote Beret, das sie tragen, oder? Wir brauchen diese Mercedes in diesem Moment, um zu sehen, dass das eine geföhnte, eine Maske, eine Stilfigur ist. Und dann brauchen wir den zweiten Tag. Das ist, finde ich, es gibt diesen Bruch, oder? Also dieser zweite Tag ist völlig anders gestaltet. Und dieses Talent,
Und das was, ist das, was du gesagt hast, dieses Talent findet zur Ruhe in einer gewissen Art und Weise. Und diese Ruhe ist eine selbstgemachte. Also es braucht keine externen Akteure mehr, es braucht keine exogenen Drogen oder irgend so etwas. Es ist eine total ein zu seiner Identität gefundenes Talent. Und das ist eigentlich etwas, was so schon, finde ich, ein Statement ist für jemanden, der sich auch in der medialen Übersetzung oder so auch zerrissen oder aggressiv oder wie soll ich sagen, turbulent gibt. Oder ein bisschen noch dieses, das Leben eben nicht in den Griff zu bekommen als eine fast Selbstwerbung betreibt und dann dem Titel dann in diesem schönen Schluss, eben dem Text, den Kreis zu geben, Penny von Kika. Es ist eben nicht Forever Young, oder es ist nicht ein Seeräuber-Jenny-Titel, sondern Penny von Kika ist dieses Zen-Gedicht, zu dem Sie gefunden haben. Die geschmacklosen Penne sind ja nur das Gegenstück zu einem ausdifferenzierten Geschmack für italienische Feinkost. Das muss man ja mit drin hören. Also diese Entdifferenzierung ist ja eine Behauptung. Das ist ja etwas, was sie will. Faktisch ist der Text aber eine Hochdifferenzierung über das Thema Entdifferenzierung. Tut aber so, als wenn er einfach und authentisch wäre, während wir so tun, als ob wir interpretieren, ohne zu interpretieren, weil wir auch an das Authentische rankämen. Man kann sich doch dazu bekennen, dass das irgendwie eine durchaus komplexe Literatur ist und dass wir an die Dekodierung von komplexen Zusammenhängen leider zu unserem Beruf gemacht haben. Da will man ab und zu mal raus. Aber hier ist vielleicht der schlechteste Ort, um da rauszukommen. Dieser Text scheint ein ideales Spielzeug für Juroren zu sein. Das würde Sie wahrscheinlich beleidigen, aber ich fürchte, Sie haben recht. Ich habe mich gefreut über die gewaltigen Denkmöglichkeiten. Der Einzige, der sich ordnungsgemäß gemeldet hat, ist Klaus Kastberger. Auf die Juroren wollte ich eigentlich auch zu sprechen kommen. Ich wollte darauf hinweisen, nachdem die Diskussion so schön abgeht, da irgendwie... Für mich sind Texte die besseren, die Widerstandskräfte haben, die Eigensinn haben, die auch Widerstandskräfte gegen Interpretationen haben. Und trotzdem wir das alles so schön unterbringen jetzt in unseren Schubladen, wollte ich doch zumindest darauf hinweisen, der Text hat natürlich schon diese Widerstandspotenziale eingebaut gegen diese Art von Behandlung, der er gerade unterzogen wird. Und das macht ihn für mich auch, das gehört ganz wesentlich zu ihm, also diese lässige Art, das ist Hinsagen. Also ich glaube, das muss man auch sehen, um den Text adäquat beurteilen zu können. Das ist aber auch nicht etwas, was die Stefanie Sargnagl erfunden hat, sondern gute Texte haben das per se, dass sie sich gegen dieses Reden über sie auch zur Wehr setzen und Hintertüren offen lassen. Und ich glaube, man wird dem Text nicht gerecht, wenn man das nicht auch wirklich sehr stark sieht an ihm. Insofern ist jeder Satz, den ich gesagt habe über den Text, auch immer wieder so relativierend zu vertreten. Der Text sitzt in dem Punkt, glaube ich, wirklich auf dem längeren Ast auch. Man könnte da auch wirklich ins Detail gehen, wie diese Mechanismen funktionieren, aber er hat sie. Und ich glaube, jeder, der den Text gehört hat, hat es auch gemerkt. Ja, ich meine, die Sargnagl sitzt zwar, ist da schon schön brav und hat ihre Mütze auf irgendwie, aber irgendwas juckt dann trotzdem. Und das ist, finde ich, sehr, sehr gut so. Ja. Ich würde gerne wissen, wo sehen Sie denn das Widerstandspotenzial dieses Textes? Der steckt doch voller abschnurrender Klischees. Also vom Schreibproblem, wie schreibe ich einen Text, dann raus auf die Straße, in der Straßenbahn, die ganzen unangenehmen Menschen mit ihren dicken Bäuchen. Dann geht es in die Kneipe, dann gibt es diese Jukebox. Und sie hat natürlich ein Gespür für Szenerien. Man merkt, jetzt läuft sich so ein bisschen tot mit diesem Geplauder, mit dem Mercedes. Dann hat natürlich dieser Kurt auch noch Krebs. Das ist immer sozusagen dann die Stelle, wo man dann die Ernsthaftigkeitsflagge noch mal kurz hisst. Alles ganz ernst, ja. Und das ist doch nicht, dass das nicht konsumierbar wäre, ja, aber konsumierbar als doch relativ banaler Text, in dem wir doch jedes einzelne Element in- und auswendig kennen. Und das jetzt zum Widerstandstext aufzubauschen, dann möchte ich bitte wissen, wo bitte ist der Widerstand? Sie haben es ja gerade. Wenn man zum Beispiel ins Detail geht. Was? Wenn man sprachlich ins Detail geht, was Herr Kastberger eben angesprochen hat. Also zum Beispiel, für mich war ein Schlüsselwort, ich raste aus. Ich habe dieses Ausrasten immer nur bisher als ich flippe aus wahrgenommen. Aber in diesem Text kommt dieses Wort, es wird ja nicht zufällig zweimal erwähnt. Also es ist keine Wiederholung, sondern das ist eine Strategie dieses Textes. Ich raste aus und später heißt es dann, ich raste
raste mich aus. Und mich ausrasten heißt, ich ruhe mich aus. Und das ist genau diese Balance, in der dieser Text arbeitet. Zwischen dieser Sehnsucht nach Intensität, ständig geht es darum, wie kommt man da drauf und gleichzeitig eben wieder auf normalen Null zu kommen. Und an einer Stelle heißt es auch, man kommt ja sogar ohne, sogar mit Drogen gar nicht mehr drauf. Also der Text, wie soll ich sagen, dem passiert nichts, dem ist nichts, dem unterläuft nichts. Also allein schon dieser erste Satz. Ich glaube, es wird ein guter Tag, denn ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff. Ja, also, es wird hochgerechnet aus der Gegenwart in eine Zukunft. Weil ich mein Leben im Griff habe, wird es ein guter Tag. Und dann ist da aber ich glaube und ich habe das Gefühl. Das heißt, das wird sofort schon im ersten Satz unterlaufen. Ja? Hermann Lübbe, ein 90-jähriger Philosoph, der irgendwie nicht im Verdacht steht, Sargnagel-Exeget zu sein, hat darüber über genau dieses Problem einen hochinteressanten Essay geschrieben, warum wir aus dieser Gegenwart nicht mehr hochrechnen können. Und ich finde, dieser Text ist wie so eine Membran, der in die Welt hinausgehalten wird und eben ganz viel davon, was heute uns so umtreibt, verhandelt. Also das mit dem Ausrasten, das Beispiel leuchtet mir ein, das ist sehr schön und sehr griffig dafür, dass sie genau arbeitet in ihrem Text. Aber das andere ist doch das typische Problem eines Menschen Mitte 20, der irgendwann merkt, jetzt beginnt das normale Leben und zweifelt, soll er mitmachen oder soll er nicht mitmachen? Und dieses Hin- und Herschwanken zwischen der Freude über den Erfolg und sagen, ach, das geht ja ganz einfach, dann mache ich jetzt so weiter. Und zu sagen, aber wenn ich erfolgreich bin, das passt doch gar nicht zu mir. Das ist einfach altersgemäß, ja. Ein bisschen ausgespielt, aber nichts, was man jetzt so hoch hängen müsste, dass es jetzt eine philosophische Angelegenheit wäre. Klaus Kasperl. Ja, philosophisch kann ja alles Mögliche sein sofort. Nein, aber wegen Widerstandspotenzial. Ich glaube, Sie haben ja in Ihrer Frage eigentlich die Frage schon beantwortet. Genau darin liegt ja das Widerstandspotenzial, dass man diesem Text ja insofern auf den Leim gehen kann, indem man sagt, ja, der ist halt so hingeschrieben und mir ist nichts eingefallen. Und das ist ja eine klare Ansage. Roland Barthes hat gesagt, seriöse Kunstkritik funktioniert nur, wenn im Kunstwerk der Schweiß des Dichters zu sehen ist. Also die Anstrengung an dem Text. Das ist etwas, was da in extremer Form unterlaufen wird. Und es ist die Frage, ob wir sozusagen diesem Text auf den Leim gehen und sagen, ich bin halt nur da gesessen und mir fällt nichts ein und irgendein wahnsinniger Juror oder eine Jurorin hat mich aufgefordert, den Text zu schreiben. Oder ob wir einen Schritt weitergehen und sagen, wenn ein Text so etwas macht, ja, dann kann ich sozusagen mein Interpretationsmodell nicht mehr so ohne weiteres draufstülpen. Und das habe ich ja gemeint. Man kann auch aus allem eine Widerstandsgeste machen. Also, das, ja. Das ist eine Entzugsgeste der Interpretation gegenüber. Aber man kann da vielleicht mal grundsätzlich sagen, wenn wir in der Lage sind, über einen Text länger zu reden, was wir über literarische Texte dauerhaft tun und immer wieder tun, hat er grundsätzlich ein Widerstandspotenzial. Das macht ihn aus, das charakterisiert ihn. Deswegen kann er auch nie überinterpretiert werden. Er ist uns immer ein Stück voraus, sitzt am längeren Hebel, sozusagen grundsätzlich. Das ist ein hermeneutisches Grundprinzip. Und dann können wir uns daran überheben oder wir können ihn unterlaufen, aber er muss uns immer ein Stück voraus sein. Wäre er das nicht, wir müssen die Unterstellung machen, können wir sofort aufhören, über den Text zu reden. Das zeichnet diesen Text gar nicht besonders aus. Ich finde, das ist nur grundsätzlich richtig. Und dass wir dadurch überhaupt in Gang kommen, ist auch der Normalfall. Und hier ist der besondere Fall noch, dass dieser Text das allerdings auch noch zum Gegenstand macht. Also der doch ein bisschen von Anfang an raffinierter vorgeht, als man so denkt. Aber das haben wir alle auch sofort rausgekriegt und das ist ja auch gut so. Und dann ist ja eigentlich am Ende nur noch eine Gewichtung. Ist es ein sehr guter Text? Ist es ein guter Text oder ist er ziemlich mittelmäßig? Da ist es jetzt schwer, Argumente zu finden, die das völlig klar machen und die auch noch verbindlich zu machen. Wobei man auch sagen muss, wir hatten hier auch schon Texte, die dieses Widerstandspotenzial oder diese Grazbürstigkeit nicht hatten irgendwie. Nicht? Also, da sind wir wahrscheinlich aber auch so versickert im Gespräch, vermute ich. Vielleicht war es unsere Schuld, wir alles. Versickert ist wahrscheinlich das richtige Wort. Ich meine, ist Susan Sontag, die auch mal gesagt hat, Interpretation ist die Rache der Intellektuellen an der Kunst. Und hat darauf verwiesen, dass man eben über Form und so auch, wir haben uns wirklich ziemlich inhaltistisch hier verhalten. Und formal finde ich diesen Text, das muss ich sagen, dann doch relativ limitiert. Oder es ist jetzt nicht so, wir sind jetzt mit Goethe und Barth und ich mit Sontag gekommen, interpretatorisch, aber vom sprachlich-formalen her,
vom Aufbau her finde ich, find ihn gut, aber jetzt nicht, also allzu hoch hängen möchte ich ihn nicht. Aber das ist ja genau der Ansatzpunkt. Sozusagen, wenn ich behaupte, ich kann Literatur schreiben ohne diese lange Tradition von Literatur, dann muss er diese Form haben. Also es ist, die Form hat auch einen intentionalen Hintergrund, würde ich sagen. Das ist nicht einfach ein misslungener Versuch, eine Novelle zu schreiben, sondern die Form ist bewusst so gewählt. Nicht? Also die hat auch eine Tragfähigkeit des Inhalts, das er transportieren will. Ja? Und insofern kann man sagen, sie ist dem Inhalt angemessen. Er muss so sein, er kann nicht anders sein. Ja? Total gewachsen. Würde der kunstvoll sein, würde da eine Rahmenhandlung sein, das wäre ja lächerlich. Aber er wackelt dazu. Insofern ja? ein bisschen. Ich meine, wenn krankheitsmäßig die manisch-depressive Störung ja, für unsere Zeit symptomatisch ist, was ja wahrscheinlich der Fall ist, und in diesem Text eindeutig genau diese Zustände beschworen werden. Sie redet ja, dass sie aus einer Depression kommt und sie ist Gott und umarmt die Welt. Also es gibt ja diese manischen Elemente. Dann hat sie in den Text sozusagen die Manie schon umgesetzt. Auch durch die kleinen gerappten Geschichten mit Kurt und so, da kommt auf einmal durch diese Idiome und Dialekte kommt so ein Schwung rein, so ein Flow, wo du denkst, also Manie, die hat man ja auch beim Lesen. Und so. Ich finde nur die depressive Seite, die wird eher behauptet, die spürt man nicht, die kommt sozusagen inhaltlich daher, was alles so Schlimmes passiert, aber die hat keinen Flow sozusagen. Mir gefallen diese schlagenden Einfachheiten und Kurt, ja. Der liebt das Lied, dieses Kurt-Lied, weil er Kurt heißt, also das irgendwie... Einfacher kann eine Welt nicht sein. Das ist ja großartig. Ja, ich meine, das sind diese spontan, oder? Ja, ja. Also, ich wollte auch noch mal zurückziehen. Ich finde es richtig, wenn Frau Fessmann einfordert, wo ist hier das Widerstandspotenzial? Was ich jetzt von Ihnen als Antwort gehört habe, Herr Kassberger, ist für mich eine Generaleinladung, aus einer möglichen Defizienz eines Textes einen Vakuum zu verspüren, in das Sie sich gerne reinziehen lassen, offenbar je nachdem. Hier ist es der Fall. Und Sie deuten das dann als Widerständigkeit. So klang das für mich, eine Generaleinladung. Weil wo ist denn die Differenz zwischen einem Bruch in einem Text zum Beispiel und einer intendierten, eben einer guten Absicht, der Sie gerne auf den Leim gehen und dann Ihre Interpretation entfalten? Darum ringen wir hier, darüber reden wir. Das ist im Grunde der Gegenstand ja, unseres Gesprächs. Ja, genau. Also man kann doch nicht also mit so einem Normensystem... Ich habe mich schon so oft gemeldet. Also vielleicht kann man, dieser Text behauptet ja eben nicht, dass dieser Text sich so aus der Hüfte schießt. Ja, also schon gleich am Anfang, ja, wenn wir das da lesen, dass das Schreiben, bei diesem Schreiben jeder Buchstabe aus dem Text wie Heftklammern in die Haut rammen will zur Selbstbestrafung. Ja, ein spitzes A direkt in die Augen. Also, bisschen viel. Oder? Nein. Also bei Hoffmannsthal, da sind einem die Worte noch wie modrige Pilze im Mund zerfallen. Ja, da war der Opfer, der Autor, der Opfer der Sprache. Hier wird die Sprache selber zu einem Instrument. Hier wird die Sprache zur Waffe. Aber das ist doch eine völlig verbrauchte Behauptung. Das ist doch eine reine Behauptung, eine verbrauchte Behauptung. Nein, das nehme ich dem Text tatsächlich ab. Eine Aussage. Ja, ich sehe das nicht auf der sprachlichen Ebene. Ich habe den Eindruck, wir könnten jetzt so noch ein bisschen weitermachen. Die Frage ist, wollen Sie? Es steht mir nicht zu, das abzuschneiden. Aber ich habe das Gefühl, es fängt so eine rollierende Bewegung an. Ich würde vorschlagen, wir nehmen die Energie mit in den restlichen, in den weiteren Tage und erlaube mir das abschließende Urteil. Es war ein wunderbarer Start, Frau Sargnagel, den haben wir Ihnen zu verdanken. Unsere Jury hat wirklich alles ausgepackt, was sie auszupacken hat, und sie hat es zum Teil auch wieder eingepackt. Faust, Gral, Goethe, hochdifferenzierter Text über die Entdifferenzierung, eine allmähliche Verfertigung eines Bachmann-Preises beim Langweilen, Hermann Lübbe wurde zitiert, Reinhard Götz, die Riten der Selbstauflösung, interpretatorische Rudelbildung als Metapher hat mir sehr gut gefallen, ein hermeneutisches Grundprinzip Roland Barth, und dann habe ich aufgehört mitzuschreiben. Stefanie Sargnagel, herzlichen Dank.